Porsche erweitert die neueste 911er-Generation. Neben Turbo und Turbo S kommt auch wieder das Turbo Cabriolet. Das haben die Autobild R-Königjäger an der Nordschleife vor die Linse bekommen. Das Cabrio passt sich optisch der aktuellen Baureihe 992 an. Heißt, gerader Übergang zwischen Haube und Frontschürze, durchgängiges Lichtband am Heck und Klappgriffe an den Seiten. Der Turbo wird noch brachialer. Muskulösere Kotflügel fassen zukünftig die Scheinwerfer ein. Dazu kommen gigantische Lufteinlässe, doppelte Tagverleuchten und ein ausfahrbarer Heckspoiler. Der wirkt beim 992 Turbo deutlich kantiger als bei seinem Vorgänger. Sportlicher, aggressiver und vor allem eines, schneller. Der Turbo-Sechszylinder dürfte rund 580 PS leisten. Die S-Version kommt wohl mit ungefähr 620 PS. In jedem Fall mit an Bord der serienmäßige Allradantrieb und das neue 8-Gang-PDK. Der offene Turbo wird wohl teurer als sein Vorgänger. Autobild rechnet mit über 190.000 Euro. 2020 kommt der muskulöse 911 auf die Straßen.